Das ist voll cool mit dem Rematch. Vor allem auch, dass die immer passende Musik haben. Später haben die dann auch richtig coole Remixes aus älteren Gens. Das finde ich schon cool. Oh, du hast schon Bismarck. Jetzt wünsche ich mir doch Nia. Vor allem mit dem Bedroher. Aber wir haben den Sandsturm. Und wir können dich zumindest mit der Dampfwalze langsamer machen. Und schon mal direkt einschläfern, weil Bismarck ist gefährlich. Das Ding kann richtig reinhauen, wenn es dazu kommt, sich zu boosten. Deswegen erstmal ein bisschen müde machen. Dann die Init mit der Dampfwalze senken. Und dann mal gucken, wie viel Schaden wir nach dem Bedroher überhaupt, ouch, noch machen. Dass man dann gegebenenfalls wechselt. Die Sache ist, er schläft jetzt ja erstmal einen Moment. Und in der Zeit bekomme ich ja auch noch die Regeneration durch meine Überreste. Das heißt, ich kann ruhig weiter noch ein bisschen Dampfwalze machen. Schwingt den Puschel! So viel zu dem Thema. Du hast deinen Puschel scheinbar besonders energisch geschwungen. Daraufhin hat Rex erstmal gecrittet. Nimm ich. Seht ihr? Das passiert, wenn ihr wirklich gut anfeuert. Du bist mir allerdings auch suspekt. Du kannst mir... Das war meine Taktik! Ich fühle mich verarscht. Du kannst mir auch ziemlich gefährlich werden, wollte ich sagen. Wenn da so eine Kehrschelle oder so kommt. Und Items kann ich halt hier leider nicht einsetzen. Jetzt aber rauszuwechseln auf die Gefahr hin, dass ich dann so... Oh, nice. Sofort wieder eingeschläfert werde, finde ich auch nicht so nett. Das heißt, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich die nächste Runde überlebe. Und ansonsten, so gemein das klingt, habe ich dann einen Safe Switch. Das war jetzt aber auch nur fair, dass der Gesang daneben ging. Stimmt wiederum, es ist eine Schlaf- und Weckruftaktik. Hab gar nicht so drauf geachtet, was er eigentlich eingesetzt hat, weil ich einfach etwas genervt war. Ja. Okay. Den Gegner auf jeden Fall einzuschläfern kann, glaube ich, nicht schaden und vor allem dann, wie gesagt, die Überreste dann auch noch nebenbei drauf zu haben. Ist immer noch schneller als wir. Und ich meine, die späteren Turniere, gerade so mit den Arena-Leitern aus Kanto, Johto und überhaupt, die sind richtig hart competitive. Die haben richtig gute Taktiken, die haben richtig starke Pokémon und auch richtig competitive Items, Wahl-Items und so weiter. Also das ist dann schon ganz schön hart. Dementsprechend so mit normalen Durchspielteam ist es dann schon echt schwierig. So, erstmal alles schläfrig machen. Dann gucken, ob wir nochmal eine Dampfwalze rauskriegen. Kriegen wir übrigens nicht. Nicht Kuckmarder. Oh doch. Na gut. Wie ist denn das wertetechnisch? Du greifst speziell an. Dann eher du. Ich will das Ding so schnell wie möglich weghaben. So. Ah, meine Güte. Bismarck, wie gesagt, kann halt echt gut Schaden drücken. Schillerbell auch und dann mit dem Gesang natürlich auch nicht so nett. Und Kuckmarder ist sowieso nervig mit Schlafen und Verwirrung und so. Also Sharon ist schon eine Herausforderung, gerade mit so einem Monoteam und gerade mit unterentwickelten Pokémon, also oder unentwickelten Pokémon eher. Ist das schon nicht so nett. So, Runde 2 geht auch an uns. Ich krieg sogar ein bisschen ein paar Luftschlangen. Ich weiß, dass ich dank meiner Pokémon überhaupt erst so weit kommen konnte.
Für mich steht jedenfalls fest, dass wir uns viel mehr Gedanken darüber machen sollten, warum uns die Pokémon eigentlich immer so aufopfernd zur Seite stehen. Und zwar weniger aus der Sicht eines Trainers und somit als Herber seiner Pokémon, sondern auf ganz auf Augenhöhe, quasi von Lebewesen zu Lebewesen. Haben wir das auch schon mal? Wir haben sie in die anderen Trainer geschlagen. Und der Sieger ist nicht mal ins Schwitzen gekommen. Und ein echtes Gipfeltreffen. Schön. Mit diesem Kampf hat Svenja eine Chance auf einen ersten Titelsieg beim Pokémon World Tournament. Svenja betritt die Arena. Endlich! Yippie! Auf in den Kampf! Marea-Turnier, das Finale. Der Gegner betritt nun die Arena. Und hier haben wir Akromas. Er hofft, seinen Pokémon all ihre Kräfte entlocken zu können. Yippie! Endlich! Akromas! Yay! Das Finale. Akromas gegen Svenja. Das ist halt schon episch gemacht. Als Akademiker bin ich freilich stets auf der Suche nach verifizierbaren Fakten, nach der wissenschaftlichen Wahrheit, wenn man so will. Ganz konkret möchte ich die Kräfte der Pokémon ergründen. Wie gelingt es einem am besten, ihnen ihre Kräfte zu entlocken? Ich hoffe ja, der Clou dahinter ist nach wie vor das Vertrauensverhältnis, das zwischen einem Trainer und seinen Pokémon besteht. Ich bin schon sehr gespannt, ob du mir die Richtigkeit meiner Annahme gleich bestätigen wirst. Ja, für DS-Verhältnisse ist das schon echt gut präsentiert. Auch so Kleinigkeiten wie mit dem Monitor im Hintergrund oder auch hier den Lichteffekten im Kampf. Man muss ja nicht immer total fancy Grafiken haben. Das alleine finde ich schon cool. So, wie war das? Magneton hat keine Schwebe. Obwohl es schwebt. Poupons hat aber Schwebe, obwohl es nicht schwebt. Warum? Warum fängt das jetzt schon wieder an? Ich meine, fairerweise gegen Akromas habe ich ganz gute Karten mit meinem Team, aber trotzdem muss ja nicht sein. Für Graulon. Da werde ich aber mal wechseln. Weil die Verwirrung ist doch ein bisschen zu nervig. Und vielleicht kann Rack später noch was machen. Immerhin haben wir nur Level 25. Wenn die jetzt 30 gehabt hätten, wäre das, glaube ich, sehr viel dramatischer gewesen. Es ist halt echt so. Megalon ist auch schon non-existent, aber Pygraulon irgendwie noch mehr. Heilblockade. Sehe ich aus, als könnte ich Items benutzen? Ich glaube, der hält mich für einen Cheater. Ich habe keine Hypertränke in meinem BH gestopft und reingeschmuggelt, keine Sorge. Das wäre auch sehr unförmig. Hat das Ding eigentlich Schwebe? Ich weiß es nicht. Nein. Aber es schwebt! Also das war noch mit der leichteste Kampf. Mit dem Team zumindest. Und der Sieg geht an! Wann haben sie dieses Foto von mir geschossen und wieso sind da Streifen drin? Svenja! Wer hebt das ganze Konfetti hinterher wieder auf? Aber ernsthaft, wieso sind da zwei Zensierbalken? Meine Augen wurden zensiert und meine Oberweite wurde zensiert. Muss ich das jetzt verstehen? Ja, es liegt im Emulator höchstwahrscheinlich, aber... trotzdem finde ich jetzt nicht so nett. Wusste ich es doch. Deine Pokémon scheinen wirklich glücklich zu sein. Glücklich, die ihnen innewohnenden Fähigkeiten auch einsetzen zu können. Marea-Turnier, das war es, liebes Publikum. Freuen Sie sich schon auf das nächste spannende Turnier. Yay! Herzlichen Glückwunsch, du hast folgendes Turnier gewonnen. Marea-Turnier. Ausgezeichnet, du hast das Turnier gemeistert. Hier hast du deine Gewinnpunkte. Einen. Okay, ich müsste das also noch 7 Mal machen für mein Item.
Gut gekämpft, meine Freunde. Solche Kämpfe machen anderen Trainern und nicht zuletzt auch mir die Teilnahme am Turnier äußerst schmackhaft. Hey, kommt schon, Leute. Wie wär's mit ein bisschen mehr Einsatz? Bei einem Kampf müssen die Fetzen fliegen. Ich werde euch die Flausen schon noch austreiben. Wenn ich kämpfe, wird dem Publikum glatt die Spucke wegbleiben. Hab ich's doch gesagt. Und schon sind wir im Geschäft. Wenn das so weitergeht und sich hier Spitzentrainer aus aller Welt versammeln, steigt auch das Niveau der Kämpfe. Und nicht nur das. Auch Maria City wird von dem ganzen Rummel profitieren und weiter wachsen. Das wiederum bringt noch mehr Geld in die Kassen. Turner weiß, worauf es ankommt. Okay. Ich frage mich, kann ich eigentlich jetzt mittlerweile schon andere Turniere machen? Nee, sie bereiten noch irgendwas Spezielles vor. Also ich sag mal, bei den späteren Turnieren bekommt man auch mehr Punkte, auf jeden Fall. Aber jetzt aktuell muss ich das Turnier halt wirklich noch 7-mal machen für den Schafzahn. Da warte ich lieber noch, bis wir das Item regulär bekommen. Weil ganz ehrlich, Skoggler mit Evolit ist trotzdem echt gut. Das ist... Diese Textbox ist totally Kai! Das würde Kai im Real Life auch machen. Oh. Aber okay. Dann sind wir hier erstmal fertig. Das passt soweit. Alles klar. Es ist halt schon sehr akkurat. Ich habe Svenja und dich kaum wiedererkannt. Wirklich ein himmelweiter Unterschied zu damals, als ihr mich in Aventura City herausgefordert habt. Durch die Reise mit Pokémon wird wirklich jeder reifer und erwachsener. Was war das eben? Hinterher! Komm mit, Svenja! Halt! Es ist nicht notwendig, dass ihr eure Nasen in so gefährliche Angelegenheiten steckt. Es kann sein, dass ihr das Pokémon dabei habt, nach dem ich suche. Das Phililo meiner kleinen Schwester. Ich gehe mit ihm. Ich muss ihn beschützen. Ich begreife das nicht. Das ist kein Mut, das ist Torheit. Ihr sagt also, ein Trainer kann alles schaffen, solange er Pokémon an seiner Seite hat? Nein, das kann nicht sein. Alle Trainer und Pokémon sind doch durch Pokéball miteinander verbunden. Wenn das, was du sagst, stimmt, würde das ja bedeuten, dass Vertrauen in seine Pokémon die Pokébälle überflüssig macht. Juvia, danke, dass du Jeremy einen Sub geschenkt hast. Super lieb von dir. Also Akromas ist schon mittlerweile schon ziemlich verdächtig. Er hat zwar so seine eigenen Forschungen, aber... Ne? Dann gucken wir doch mal. Ich glaube, das Schiff ist neu. Ich glaube, den Rest hatten wir schon gesehen. Da muss ich immer an den Trailer denken, damals zu Pokémon Schwarz und Weiß 2. Das war ja so ein animierter Trailer, wo man eben auch, ich glaube, der Trainer ist mit seinem Pokémon gerannt hinter Team Plasma her, hat auch die Plasma-Fregatte gehabt und alles war so ein bisschen eingefroren. Das war schon echt stylisch damals. Und wenn ich dann diese Szene hier sehe, erinnere mich das total irgendwie daran. Dieses Schiff, warum ist es so kalt? Außerdem, es sieht aus wie ein altes Segelschiff, aber das ist es nicht. Das kann euch egal sein. Wir machen euch nämlich gleich fertig. Ah, die gute Musik. Ist das etwa euer Versteck? Bingo! Du hast es erkannt. Deswegen sind hier so viele von uns. Sind es etwa schon alle? Ruf noch mehr von deinen Leuten. Spiel dich nicht so auf. Auf geht's, macht sie fertig. Plasma! Nur, dass du es weißt. Ich bin jetzt richtig sauer. Du bist als Erster dran. Aber man muss sagen, irgendwie sind wir ja auch selber schuld. Ich meine, wenn hier so ein riesiges, unheilvolles, kaltes Segelschiff im Hafen liegt, was unnatürlich kalt ist, wohlgemerkt, und die Leute von Team Plasma, die wir gesehen haben, in diese Richtung gelaufen sind, dann ist es mit Sicherheit keine gute Idee, das Segelschiff einfach zu betreten. Und dann sollte man sich auch nicht wundern, wenn da plötzlich so viele Team Plasma-Leute rumstehen. Du konntest, glaube ich, schweben. Da muss ich halt immer voll drauf achten mit meinem Bodenteam. Was schwebt jetzt eigentlich und was nicht?
Und ich sag mal so, eigentlich sind es, glaube ich, auch zu viele Leute für uns. Die sind ja eigentlich recht fair, dass immer nur einer gleichzeitig gegen uns kämpft. Nur wenn ihr mal geguckt habt, dass ich glaube, Mathis und auch Sharon hatten ja jeweils auch 3-4 Leute da vor sich stehen. Wenn die tatsächlich mal schlau wären und alle gleichzeitig angreifen würden mit ihrem Pokémon oder auch mit mehr als einem Pokémon, hätten wir eigentlich nicht sonderlich gute Chancen. Dementsprechend war vielleicht keine Glanzleistung von uns, aber okay, wenn wir schon mal hier sind. Aber ich finde das voll cool, dass sie keine stationäre Basis haben, in irgendeiner Stadt oder in einer Spielhalle oder sonst irgendwo, sondern wirklich ein Schiff. Das ist sogar richtig schlau, weil man damit quasi recht mobil ist eigentlich, mehr oder minder. Ne? Man braucht halt schon so ein bisschen Wasser vielleicht, aber ne, man kann sich halt immer quasi dorthin positionieren, wo man gerade hin muss. Und es ist halt auch weniger auffällig, wenn es einfach so ein normales Segelschiff ist. Es ist auf jeden Fall eine schöne Abwechslung. Aber gut, ich mag Schwarz und Weiß 2 sowieso sehr, sehr gerne. Deswegen glaube ich, kein Wunder, dass ich das gut finde, aber ja, finde ich wirklich sehr kreativ. Aber schön, dass ihr immer so jammt bei der Musik. Das kommt irgendwie sehr oft vor, aber das Spiel hat auch sehr viel gute Musik. Tüti! Ja! Haben wir ja auch schon im Team gehabt. Aber das ist mir auch eigentlich recht wichtig, dass ich Pokémon im Team habe, die ich halt wirklich gerne mag, die ich auch schon kenne, auf die ich einfach Bock habe, aber vielleicht auch so ein paar andere Pokémon, wie zum Beispiel Tüti oder Flunschlick, die einfach so underrated sind, einfach um zu zeigen, dass die schon was leisten können. Das liebe ich immer total, solche Pokémon mitzunehmen. Morgen ist wieder eine Direct. Du kannst deinen Job. Du kennst deinen Job, ja. Falls ihr den Kontext nicht kennt, ich habe irgendwann vor einiger Zeit mal gemeint, dass ich etwas traurig bin, dass es nicht mehr so viele Paper Mario Titel gibt, weil ich zu dem Zeitpunkt bei Sticker Star schon angekommen war. Und schwupp, haben sie Origami King angekündigt. Dann habe ich gemeint, unter anderem, ich habe auch viel anderes aufgezählt, aber unter anderem, dass ich Pokémon Snap 2 auch nehmen würde und am nächsten Tag wurde Pokémon Snap 2 angekündigt. Ich sag mal so, wenn ich jetzt ganz, ganz viel aufzähle, was ich haben möchte, eins davon wird es vermutlich sowieso sein, oder? Dieses Bulk. Es erinnert mich an den Trainer, der sich uns vor 2 Jahren in den Weg gestellt hat. Also ich sag mal so, ich hätte absolut nichts dagegen, wenn sie morgen die Sinnoh-Remakes ankündigen würden. Würde ich nehmen. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn sie was PMD-mäßiges ankündigen würden, was ich nicht glaube, aber hey, ist einfach zu früh dafür. Ranger, aber wüsste ich nicht, wie sie es machen sollen. Pokepark 3, würde ich mich legitim drüber freuen. Oder irgendwas Colosseum XD-mäßiges, würde ich mich auch sehr drüber freuen. Würde ich alles nehmen. Also wenn es irgendwas davon wäre, irgendein Remake von den Editionen, PMD, Ranger, Colosseum, XD, Pokepark, meinetwegen auch Pokémon Conquest 2, nehme ich alles. Sie sollen morgen einfach irgendwas Cooles ankündigen. Also, ja. Irgendwas, wo sich halt wirklich viele Menschen drüber freuen. Und es ist mir dann auch wirklich egal, ob es jetzt vorhersehbar war oder nicht. Weil die meisten sagen, ja, auf jeden Fall Sinnoh-Remakes. Tut mir einfach nur den Gefallen und versteift euch nicht drauf. Wenn es dann nämlich nicht angekündigt wird, seid ihr traurig. Wenn es wirklich Diamant und Perl-Remakes sind, geil, aber geht nicht davon aus. Seid doch einfach offen dafür, dass vielleicht andere Dinge angekündigt werden. Was ich mir halt tatsächlich auch legitim vorstellen könnte, dass sie ein komplett neues Spin-Off ankündigen. Also quasi sowas wie Ranger oder PMD, also so eine komplett eigene Reihe. Weil ich finde, sie haben zwar in letzter Zeit ziemlich viel Kleinkram angekündigt, sowas wie Pokémon Smile oder sowas, ne? Aber so ein richtig komplett großes neues Spin-Off eigentlich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Deswegen, vielleicht kommt ja wirklich sowas, was man dann quasi zusammen mit PMD und Ranger und Pokepark quasi zusammen aufzählen kann. Quasi, kann man dazu sagen, eine neue IP? Na, so irgendwie eine untergeordnete IP vielleicht.
Also wie gesagt, vielleicht kommt auch irgendwie was ganz Neues, Spin-Off-mäßiges, was aber wirklich mal was Größeres ist und nicht nur so ein kleineres, kostenloses Spiel. Da würde ich mich auch drüber freuen. Weil ich finde, wir hatten schon lange kein großes neues Spin-Off mehr. Dementsprechend, also das fände ich auch sehr geil. Weil ich glaube, weiß nicht, ob vielleicht Remakes schon zu früh sind. Also wenn sie morgen was komplett Neues ankündigen, Spin-Off-technisch, überrascht es mich nicht, ich habe es gecallt. Aber ich würde auch alles andere nehmen, wie gesagt, was ich gerade aufgezählt habe. So. Ach so. Ja klar, mit dir kämpfe ich. Ich würde mich über einen Golden Sun freuen. Ja, ich bezweifle nur, dass sie das in der Pokémon Direct ankündigen werden. Allgemein kann ich das verstehen. Ich glaube, da würden sich sehr viele Leute drüber freuen. Aber das kann ich mit meinen hellseherischen Kräften leider nicht beschwören für morgen. Das wäre mehr als random. Ich kann ja mal versuchen, Isaac für Smash zu beschwören. Für die Zukunft gesehen. So, aber Dampfwalze traf, glaube ich, alle, ne? Okay. Dann gehe ich aber jetzt erstmal auf das Golbat, weil du mich potenziell verwirren kannst und das ist nervig. Es gibt halt tatsächlich auch einige Spiele, wo ich mir einfach wünschen würde, dass die kommen oder dass mehr darüber bekannt wird. Nicht, weil ich die unbedingt spielen möchte, aber einfach für andere Leute. Ich würde mich riesig freuen, wenn es mal wieder News geben würde zu Hollow Knight Silksong irgendwann. Alleine halt für Jan. Oder zu Tales of Arise. Auch für Jan, aber auch für mich, fairerweise. Oder auch zu Metroid Prime 4. Auch eben für Jan dann wieder. So Dinge, wo ich mir denke, das würde ich halt selber wahrscheinlich nicht spielen, aber einfach für andere Leute würde mich das halt schon voll freuen, wenn es dann neue Infos geben würde. Ja. So, wie ist der Stand der Dinge? Bisbug ist vergiftet, das ist irgendwie so ein bisschen doof. Ich lese gleich den Chat nach. Ich muss mal ganz kurz gucken. Oh, mir geht's noch gut. Okay. Ich muss gerade... Ich musste gerade den Kontext suchen. Ich muss mal kurz nachgucken. Was habe ich denn da als Info? I see. Aha. Also. Wie sage ich das jetzt am besten? Wenn man über längere Zeit mit seinem Twitch-Account im Chat nicht ganz nette Dinge über andere Leute schreibt und dann immer wieder aneckt und immer wieder auffällt und dann irgendwann das Fass zum Überlaufen bringt und deswegen gebannt wird, dann ist es nicht so schlau, einen Account zu erstellen, der haargenau so heißt wie der alte, nur mit einer Zahl, die ein Punkt höher ist, also statt 44, 45. Das ist halt nicht so intelligent. Plus, ich kann ja nachgucken, wann das Konto erstellt wurde. Und ich habe halt dann auch gesehen, dass es halt noch ziemlich neu war, dieses Konto. Dementsprechend... Und vor allen Dingen, es ist halt von Twitch aus verboten, Bans durch einen Zweit-Account zu umgehen. Das steht in den Nutzungsbedingungen drin. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das dürft ihr von der Plattform aus nicht. Dementsprechend tut das auch bitte nicht. Wenn ihr hier gebannt seid mit eurem Account, dann habt ihr euch das selber zuzuschreiben, weil ihr irgendwas gemacht habt, was gegen die Regeln verstößt. Und dann akzeptiert das auch bitte einfach und macht euch nicht einfach einen neuen Account. Vor allen Dingen ist halt die Sache, es wird halt irgendwann auch mal auffallen. Also auch wenn ihr jetzt einen neuen Account macht und dem Kanal folgt, ich meine, ich finde das in dem Punkt nett, dass ihr immer noch Interesse an dem Content habt und dann auch mitchattet, es fällt an eurer Schreibweise vielleicht irgendwann auf, wenn ihr euch nicht komplett um 180 Grad gebessert habt. Deswegen tut das doch bitte einfach nicht. Da hättet ihr halt tatsächlich mal ein bisschen früher dran denken sollen, bevor ihr
alle 4 Wochen aus der Versenkung auftaucht, in den Chat kommt, eine Nachricht schreibt und einen meiner Mods beleidigt und auf Nachfrage immer weitermacht. Da hätte man da vielleicht schon mal dran denken können, anstatt jetzt hinterher sich einen neuen Account zu erstellen, der, wie gesagt, fast genauso heißt. Okay, Kai auch noch. Darf man fragen, was da vorher passiert ist? Ah. Ein Nutzer, der eigentlich nicht so sonderlich viel in den Twitch-Chat geschrieben hat, halt ab und zu mal, ne, ist ja kein Ding. Aber leider in den meisten Fällen waren es immer Seitenhiebe gegen Kai. So nach dem Motto, sinngemäß, Kai wird ja in seinem Leben sowieso nichts erreichen und nie eine Freundin haben und whatever. Ging halt immer so in diese Richtung. Und Kai hat halt schon öfters sich dagegen gewehrt und gemeint, hey, nein, was soll denn das? Und es kam halt auch nie irgendwie ein Statement zurück. Also auch wenn Kai die Person direkt angesprochen hat, kam halt leider nie ein Statement dazu. Und wir haben dann schon hintenrum quasi gesagt, okay, wir beobachten das halt einfach mal und schauen dann mal. Und dann kam halt der Stream, wo es um das Thema Mods ging. Und ja, dann auch gesagt wurde, wenn ich ja nur vernünftige Mods haben möchte, warum ich denn dann Kai als Mod hätte. Und das war so der Punkt, der halt einfach zu viel war. Und dementsprechend, ja, haben wir uns dann drum gekümmert. Lustigerweise gab es noch eine Person, die auch, ich glaube allerdings eher lustig gemeint, gegen die Mods geschossen hat. Ich glaube nicht, dass das wirklich abgrundtief böse gemeint war. Ich glaube, das sollte einfach nur keckig sein. Und in dem ganzen Kontext haben wir es alle so ein bisschen in den falschen Hals bekommen. Ich glaube, die Person ist aber seitdem auch nicht mehr bei den Streams dabei gewesen. Ich meine, ich hätte jetzt nichts dagegen gehabt, wenn besagte Person einfach gesagt hätte, hey, das war wirklich nicht böse gemeint in dem Moment, das war halt einfach nur doofes Timing, ich habe nicht nachgedacht, wie die anderen sich dabei vielleicht fühlen könnten, tut mir leid, dann wäre die Sache gegessen gewesen. Nur, ja, dazu kam es dann erstmal auch nicht. Nur die andere Person hat halt das schon über längeren Zeitraum gemacht. Deswegen, ja. Ich meine, so keckige Seitenhiebe zu verteilen, das mache ich ja auch manchmal gerne. Und ich mache das auch bei Kai manchmal, ne, dass ich ihm dann auch mal so einen mitgebe. Aber es ist halt zum einen was anderes, ob man das zwischen Freunden macht. Und es ist halt auch irgendwie was anderes vom Kontext her. Und ich sag mal, du schreibst das nicht einfach ohne Kontext in den Chat. Also wirklich, ich weiß nicht. Das ergibt sich halt, wenn dann aus dem Gespräch heraus, so ein bisschen. Und ich finde, es geht dann einfach gar nicht, wenn ich darüber rede, ja, hier, ich mache mir ja auf jeden Fall auch Gedanken, wen ich modde und so, weil ich ja auch möchte, dass ihr meinen Mods vertraut und euch nicht denkt, um Gottes Willen, die Person finde ich total schrecklich, da fühle ich mich nicht wohl und so, und dass die ja auch alle kompetent sind und immer aufpassen und so, dann geht halt einfach gar nicht, wenn dann jemand kommt, ja, wieso ist denn dann Kai Mod? Oder warum ist der und der Mod? Das geht halt in dem Moment einfach gar nicht. Es ist halt einfach ein Unterschied, wie gesagt. Wer es sagt, vor allen Dingen, und in welchem Kontext. Wenn es Kai zum Beispiel nicht gut geht gerade, aus welchen Gründen auch immer, dann würde ich diesen Witz auch nicht machen. Ich kann das halt ziemlich gut einschätzen, wo die Grenze ist, ne? Und Kai weiß halt auch ganz genau, dass sowas von mir nie bösartig gemeint ist. Aber wenn es random Leute in den Chat schreiben, ist es halt, wie gesagt, ein komplett anderes Thema. Deswegen, das ist dann auch gar nicht so gemeint, dass ich nicht möchte, dass diese Leute meine Streams gucken, weil ich freue mich über jeden, der meine Streams natürlich gerne guckt. Und es ist jetzt auch gar nicht so, dass ich dann die Person im Ganzen verurteilen möchte, nach dem Motto, ja, du, für diese eine Aussage hasse ich dich jetzt. Das nicht. Aber ich möchte dann in dem Punkt einfach meine Freunde, meine Mods und die Community einfach schützen. Und irgendwann ist das Maß halt einfach voll, ne? Aber ich glaube, da haben wir prinzipiell auch schon öfters drüber gesprochen.